Und da sind wir live, nicht ganz von der Buchmesse, aber zu großen Teilen. Ich begrüße euch und Sie herzlich zu unserer nächsten Ausgabe von Frankfurt Streamt. Und ich sitze zwar hier im Büro in Bonn, aber wir haben in diesem Jahr sozusagen das, was man vor vielen Jahren immer so als Hin- und Herschalte bezeichnet hat. Inzwischen sagt man ja dazu hybride Veranstaltungen. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat eine hybride Veranstaltung gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern organisiert von der Frankfurter Buchmesse. Wir sind live vor Ort und eigentlich wären wir heute Morgen in der Agora draußen zwischen den Hallen am BPB-Infobus, der ja schon seit vielen Tagen durch die Republik fährt, der in Dresden gestartet ist, über Berlin, dann bis Frankfurt gefahren ist, aber aufgrund der aktuellen Sturmböen fangen wir unser heutiges Programm doch im geschützten Raum auf an und wir beginnen bei unseren Partnern der Aktion der Roadshow, die wir ja schon in Leipzig gemacht haben und wir sind zu Gast am Stand des Börsenvereins und dort begrüße ich in Frankfurt vor Ort live Anja Bergmann. Hallo, guten Morgen Anja vom Börsenverein, der Regionalgeschäftsstelle aus NRW, mit der wir gemeinsam diese Roadshow wieder organisieren. Anja, wie ist die Stimmung auf der Buchmesse? Ja, herzlich willkommen, kann ich ja jetzt sagen, am Börsenvereinsstand. Das passt ja jetzt, dass wir doch umgezogen sind. Die Stimmung ist gut. Noch ist es ein bisschen leer, aber wir haben ja auch gerade erst die Tore geöffnet. Ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder Menschen treffen können und wieder Gespräche führen können mit Buchhändlerinnen, mit Verlegerinnen und Verlegern und mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Ja, wir haben ja wieder eine Roadshow geplant. Die hatten wir in Leipzig das erste Mal auf die Beine gestellt. Wir sind durch verschiedenste Buchläden in der ganzen Bundesrepublik gefahren. Erzähl doch mal, was haben wir in dieser Ausgabe unserer legendären Roadshow vor? Welche Buchhandlungen treffen wir? Was ist die Idee? Wem wollen wir alles vorstellen? Ja, wir starten in Bonn. Das passt so ein bisschen, weil ihr ja eigentlich auch in Bonn sitzt, heute in NRW und fahren dann weiter nach Bayern in die Buchhandlung Gattner, nach Murnau. Morgen sind wir in Berlin und in Leipzig, da sprechen wir auch mit einer Kollegin im Verlag und am Samstag geht ihr nochmal live aus einer Buchhandlung in Frankfurt, da bin ich auch sehr gespannt. Da sind wir wirklich mal vor Ort, vor den Bücherregalen. Also, wir reisen wieder durch Buchläden dieser Republik. Das hat in Leipzig begonnen als Idee, die wir gemeinsam als Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Börsenverein organisiert haben. Wir schauen uns Buchläden an, schauen, wie sind die durch die Corona-Pandemie gekommen. Aber, und das haben wir letztes Mal schon als erfolgreiches Konzept umgesetzt, wir fragen die Buchhändlerinnen und Buchhändler auch immer nach ihrem Messetipp. Und daraus ist letztes Mal eine unglaublich lange Literaturliste entstanden. Die war super spannend, die hat mir den ganzen Sommer gerettet. Und ich bin gespannt, wie ich dann auch mit diesen tollen Buchtipps der Buchhändlerinnen und Buchhändler durch den Herbst kommen werde. Anja, jetzt erzähl uns, wer sitzt neben dir? Ihr hängt da ja so seltsam mit den Ohren ein wenig miteinander verbunden. Das hat damit zu tun, dass ihr mich hören müsst. Mit wem sprechen wir als erstes? Ja, neben mir sitzt Iris Hunscheid von der Buchhandlung Hoffmann in Achim und von der Buchhandlung Joost in Bonn. Vielen Dank, Frau Hunscheid, dass Sie sich die Zeit genommen haben. So ein Messetag ist ja auch immer sehr voll. Ja, aber das mache ich gerne, Frau Bergmann. Vielen Dank, das ist toll. Frau Hunscheid ist sehr engagiert im Börsenverein für die unabhängigen Sortimenter und Sortimenterinnen. Und ja, Sie führen zwei Buchhandlungen in Niedersachsen und in NRW. Erklären Sie uns mal, wie das funktioniert. Das funktioniert, weil wir an beiden Standorten ganz tolle Teams und ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Ohne die würde das natürlich nicht funktionieren. Ist so ein bisschen historisch gewachsen. Die Buchhandlung in Niedersachsen war zuerst da und vor 6 Jahren haben wir die Buchhandlung Joost in Bonn dann noch dazu übernommen. Und wollen wir eigentlich noch darüber sprechen, wie sind Sie durch Corona gekommen oder wollen wir lieber darüber sprechen, was ist so gut, dass es jetzt, irgendwie ein bisschen mehr Normalität wieder gibt und was ist besonders in Ihrer Buchhandlung, dass das jetzt wieder läuft?
Also ich spreche tatsächlich sogar ganz gerne darüber, obwohl man die Pandemie an sich natürlich sehr leid ist. Aber wir sind wie viele Kolleginnen und Kollegen im unabhängigen Buchhandel sehr gut durch diese Zeit gekommen. Und wir haben so den Eindruck, dass sich auszahlt, dass wir über all die Jahre so eine tolle Arbeit für unsere Kundinnen und Kunden gemacht haben, dass eine große Kundenbindung da ist und dass sich das sehr bezahlt gemacht hat. Wir hatten wirklich sehr gut zu tun. Wir haben wie viele andere ganz schnell umgestellt auf Ausliefern, auf Bestellungen sozusagen nur an der Tür aushändigen. Also alles, was immer im Rahmen der Regeln ging, haben wir gemacht und haben zu unseren ganz normalen Öffnungszeiten alles für die Kunden möglich gemacht. Waren online, am Telefon für sie da und haben wie sonst auch versucht, den bestmöglichen Service zu bieten. Und das wurde von unseren Kundinnen und Kunden super angenommen an beiden Standorten. Wie gesagt, das gilt ja zum Glück für sehr viele Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Kann ich übrigens bestätigen. Ich bin Anwohner einer ihrer Buchhandlungen in Bonn, in Kessenich. Die Buchhandlung Joos ist direkt bei mir um die Ecke. Und ich muss wirklich sagen, also Chapeau auch von meiner Seite. Sie haben in dieser Zeit eine wunderbare Arbeit gemacht. Und mir ist vor allen Dingen eine Sache aufgefallen. Es ist wieder eine Renaissance der Schaufenster gewesen, diese Zeit. Ich weiß nicht, wie Sie das für sich empfunden haben, aber Schaufenster waren auf einmal wichtig. Ich kann mich an einen der Lockdowns erinnern, da bin ich mit meiner kleinen Tochter viele Tage immer wieder an ihrer Buchhandlung vorbeigegangen und wir haben gesehen, dort im Schaufenster, da war ein wunderbares Schaufensterbild, da hatte man richtig viel Energie hineingesteckt in dieses Schaufenster und da saß ein kleiner Stoffkoala. Und das hat uns mehrere Tage, hat uns dieser Stoffkoala dann beschäftigt und irgendwann haben wir ihn dann aus dem Schaufenster befreit und seitdem begleitet uns dieser Stoffkoala aus der Buchhandlung Joost durch zahlreiche Auf und Abs der letzten Zeit. Ja, großartig. Also da muss man sagen, dass wir alle in den Buchhandlungen so ein bisschen die Schaufensterregeln über Bord geworfen haben. Es gibt ja so Dekorationsregeln, dass bestimmte Sachen im Mittelpunkt stehen sollen. Man soll das nicht zu voll machen und so. Das haben wir alle in der Pandemie total über Bord geworfen, weil es unsere einzige Möglichkeit war, richtig viel zu zeigen und zu zeigen, was für tolle neue Bücher trotz Pandemie eingetroffen sind. Und wir alle haben, glaube ich, die Schaufenster sehr vollgeknallt und die Kundinnen und Kunden waren super froh, dass sie gucken konnten und wirklich quasi mit dem Handy vom Schaufenster anrufen konnten und sagen, das hätte ich gern, können Sie mir das liefern oder kann ich das an der Tür abholen? Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie sich auch Ihre Arbeit verändert hat, oder? Sonst ist ja das Beratungsgespräch in einer Buchhandlung schon sehr, sehr wichtig und intensiv. Das hat ja alles, konnte nicht stattfinden. Ja, oder nur sehr eingeschränkt. Ne? Wir haben dann viel am Telefon gemacht. Es gibt ja auch viele, die haben das dann per WhatsApp wirklich so hin und her Beratungen gemacht für die Kunden. Wir haben Glück gehabt, die Verlage sind da ja auch sehr gut aufgestellt. Es gibt tolle Kundenmagazine, es gibt Leseproben für viele Titel. Die sind in dieser Zeit sehr genutzt worden und sind sehr gut angenommen worden von der Kundschaft. Auf jeden Fall als Informationsmöglichkeit, auch, weil vieles andere eben nicht ging. Ja, ich glaube, da gab es vieles, wo die Branche einfach schon gut aufgestellt war, aber jetzt nochmal konkret geguckt hat, was passt jetzt zu der Situation. Ne? Also ich glaube, wir konnten viel nutzen, was schon da war, aber dann eben ausbauen und anpassen. Ja, unbedingt. Unbedingt. Also man muss auch sagen, dass wir im Buchhandel, das ist uns ja sonst oft gar nicht so klar, weil das so selbstverständlich für uns ist, aber wir haben ja fast alle einen gut aufgestellten Online-Shop. Und das mussten wir jetzt sozusagen nicht erst aus dem Boden stampfen, sondern konnten darauf aufsatteln. Und viele Kunden haben den durch die Pandemie erst entdeckt und nutzen ihn jetzt auch rege weiter. Das ist toll. Ja. Was ist mit Veranstaltungen? Machen Sie Veranstaltungen in Ihren beiden Buchhandlungen? Wir haben wirklich jetzt die ganze Zeit ausgesetzt, weil es so unwägbar war. Wir hatten ein paar Sachen verschoben, haben dann überlegt, können wir es mit den Voraussetzungen, die gerade gelten, machen. Haben aber dann immer entscheiden müssen, es ist wirtschaftlich nicht möglich. Es ist kaum möglich, dass die Kunden sich wirklich sicher fühlen. Wir fangen jetzt in beiden Buchhandlungen mit den ersten 2G-Veranstaltungen in den nächsten Monaten wieder an und hoffen, dass es dann auch wieder zurückkommt, dass die Kunden auch wieder Lust haben und sich trauen und uns dann wieder beehren. Ja, das ist schon so das Gefühl, das man hat, ne? Dass die Leute sich alle wieder freuen, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. So wie wir uns ja jetzt auf die Messe gefreut haben. Genau. Sind Sie die ganze Zeit hier? Oder? Na, ich bin jetzt auf jeden Fall 2 Tage hier, gestern und heute, und habe einige Termine, weil ich ja auch ehrenamtlich viel mache im Börsenverein. Ich habe ein paar Termine auch für die Firma. Da geht es aber dann wirklich eher auch um Kontaktpflege, weil der
Neueinkauf findet ja schon lange nicht mehr auf der Messe statt. Die Bücher sind alle da, aber man entdeckt dann doch immer noch Sachen, die einem vorher in den Verlagsprogrammen durchgegangen sind und kriegt nochmal ein paar besondere Tipps auch von den Verlagskolleginnen und Kollegen. Und das ist immer toll. Die Messeatmosphäre ist einfach immer was Besonderes. Ja, und da sind wir wieder bei den Beratungsgesprächen, oder? Das ist auch das, die persönliche Empfehlung auch der Kolleginnen und Kollegen aus dem Verlag spielt dann doch eine große Rolle. Und das Anfassen und Sehen an den Ständen. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht als an der Stelle eine Frage sozusagen aus Bonn zugeworfen, weil wir ja gerade über diese Frage des Anfassens, des Beratens und so weiter gesprochen haben. Wir haben bei den letzten Roadshows immer wieder auch die Buchhändlerinnen und Buchhändler gefragt, was ist denn das, was sie am allermeisten vermissen in dieser Zeit oder vermisst haben? Was, wenn Sie da jetzt drauf zurückblicken oder jetzt auch sehen, da hat sich einiges wieder verändert, was würden Sie sagen, war das, was doch gefehlt hat am meisten? In den ganz strengen Schließungszeiten wirklich das Gefühl, Menschen um uns zu haben und einen vollen Laden, wo Gespräche an allen Ecken stattfinden, wo die Leute ganz in Ruhe eine Stunde lang an den Regalen lang streifen und sich selber was aussuchen. Also dieser sozusagen summende Laden, das hat eigentlich am meisten gefehlt. Und das ist ja auch noch nicht ganz wieder da, weil wir fast alle, auch wenn es offiziell kaum noch Beschränkungen, was die Kundenzahl angeht, gibt, sind viele von uns ja noch vorsichtig und wollen den Kunden eben auch das Gefühl geben, dass jeder für sich ein bisschen Raum hat und dass es nicht zu eng und zu gedrängt im Laden ist. Deswegen arbeiten viele von uns ja noch mit Zugangsbeschränkungen oder zumindest kleinen Einschränkungen. Und das ist halt noch nicht ganz wieder da, aber es wird. Und das macht uns alle sehr, sehr glücklich. Ja, das geht uns, glaube ich, allen so. Ja. Anja, ich übergebe wieder an dich. Kurz den Faden verloren. Ja, deshalb ist auch so gut, dass wir uns jetzt auf der Messe wiedersehen. Ich finde das schon, wichtig. Es hat ja auch was mit Sichtbarkeit zu tun. Also ich glaube, das ist was, was denen, wir sprechen ja morgen noch mit einer Kollegin aus dem Verlag, was denen schon auch fehlt. Ne? Haben Sie im Laden gemerkt, dass sich da was verschiebt beim Verkauf der Bücher? Ja, auf jeden Fall. Also das, was mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, das wurde auch stark nachgefragt. Die Bestsellerliste war nochmal so ein wichtiger Orientierungspunkt, aber eben auch alles, was tatsächlich über Zeitschriftenberichte stattgefunden hat, also über Buchbesprechungen in den Feuilletons, war an unseren beiden Standorten wichtiger noch, als es das sonst war, weil eben sozusagen das, was wir steuern können, nur bedingt möglich war. Und steuern eben durch Beratung, die wir schaffen. Genau. Und da wurden dann auch zum Teil sehr ungewöhnliche Sachen nachgefragt. Manche Warengruppen haben ja einen richtigen Boom in dieser Zeit erlebt. Das haben wir, glaube ich, können wir alle sagen, dass sowas wie Puzzle und Kinderbeschäftigung und Spiele ganz, ganz wichtig waren für die Familien in dieser Zeit und wir da alle unsere Sortimente sehr aufgestockt haben. Also haben Sie auch was gelernt über Ihre Kundinnen und Kunden? Neuentdeckungen vielleicht über die Kundinnen und Kunden gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und was auch toll war in dieser Zeit, wir haben auch viele neue Kundinnen und Kunden gewonnen, die auch zum Teil durch die Berichterstattung, da hat auch, muss man sagen, unser Börsenverein eine super Pressearbeit gemacht, die so sich einfach überlegt haben, dass es nicht so richtig schlau ist, jetzt alles online zu bestellen, wenn sie wollen, dass nach der Pandemie ihr Laden um der Ecke auch noch da ist. Ja, ich glaube, da hat sich schon auch ein Bewusstsein verschoben, ne? Also dass das der Klick eben auch vor Ort geht. Also man kann auch online bestellen und sich liefern lassen bei der Buchhandlung um die Ecke. Sie haben ja auf schon gesagt, Fall. Viele haben einfach einen Online-Shop, da muss man gar nicht so weit abwandern. Genau. Ich habe auch eine erste Frage, die reingekommen ist. Da fragt jemand, wie sieht es denn mit Belletristik aus? Sie haben ja eben das schon mit den Bestsellerlisten gesagt, Kinderbücher laufen super. Wie hat sich die Belletristik entwickelt, fragt ein Nutzer hier bei uns am virtuellen Stand sozusagen. Ja. Also während der letzten anderthalb Jahre ist es auf jeden Fall ein wichtiges Segment gewesen. Auch da muss man sagen, vieles hat nur Aufmerksamkeit bekommen, wenn es auch medial stattfand und ist dann auch nur bei uns nachgefragt worden. Das verändert sich jetzt, wo die Leute eben wieder mehr zu uns kommen auf jeden Fall und wir wieder mehr Beratung machen. Und wir bekommen von vielen Kundinnen und Kunden zurückgespiegelt, dass sie jetzt endlich mal wieder das Buch für sich entdeckt haben. Das ist natürlich toll. Viele sagen, ach, sonst habe ich höchstens mal im Urlaub Muße und Ruhe für einen Roman gehabt und lese sonst irgendwie nur viel Fachliteratur oder Fachzeitschriften. Und jetzt, weil man ja sonst nicht viel machen konnte und auch nicht immer nur Fernsehen und Netflix anmachen kann, haben viele gesagt, okay, jetzt habe ich doch mal wieder die Muße gehabt, ein gutes Buch zu entdecken und habe auch gemerkt, wie gut mir das tut und bleibe auch dran.
Das ist natürlich toll. Also es ist fast so eine Renaissance des Lesens, auf jeden Fall. Und ja auch eine der wenigen Kulturformen, die wir irgendwie mit uns selber rezipieren konnten. Ins Theater ging nicht, ne? Ins Kino ging nicht, aber das ist was, was eben auch unter Kontaktbeschränkungen geht. Ja, und wo wir auch gemerkt haben, es ist oft eher so ein bisschen leichtere Lektüre gefragt. Also die Leute wollten dann eben nicht auch noch einen problemverarbeitenden Roman, sondern wirklich so ein Stück Flucht aus dem, was ja den ganzen Tag um einen rum ist. Ach, genau. Schönes Bild. Sie haben uns auch eine Buchempfehlung mitgebracht. Ja. Das ist natürlich, wir machen eine Reihe mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern und Verlegerinnen. Da müssen wir natürlich auch fragen, was das Lieblingsbuch ist. Wollen Sie uns zeigen, was Sie mitgebracht haben? Das will ich sehr gerne. Das ist tatsächlich keine leichte Flucht aus dem Alltag, sondern ein eher anspruchsvoller Roman. Herzzerreißend. Es ist die wunderbare Geschichte des jungen Shaggy Bane, der sehr zart und sehr fein ist, was irgendwie im harten Arbeiter- oder Arbeitslosenmilieu, muss man eher sagen, der 80er Jahre in Glasgow, nicht richtig gute Voraussetzungen für ein glückliches Erwachsenwerden sind. Seine Mutter, die er sehr liebt, ist schwer alkoholkrank. Er möchte sie immer retten und muss aber sehen, dass das quasi unmöglich ist und dass sie sich auch nicht wirklich retten lassen will. Mich hat es ein bisschen erinnert an den großen Erfolg von Die Asche meiner Mutter vor vielen Jahren. Es ist aber deutlich literarischer, hat meines Erachtens trotz Debüt völlig zu Recht den Booker-Preis 2020 gewonnen und ist eins meiner Herzensbücher in diesem Jahr, weil es einfach so wunderschön ist. Wie gesagt, es bricht einem das Herz, aber es ist fantastisch. Toll, das hört sich gut an. Das kommt auf jeden Fall auf die Liste, oder Daniel? Das, was wir auch über den Winter kommen mit den Tipps jetzt. Auf jeden Fall. Das nehmen wir auf die Liste dazu. Die Liste schreiben wir auch wieder auf und würden sie auch wieder hier auf allen sozialen Kanälen, die über die BPB verfügt und gerne auch des Börsenvereins, wenn wir das wieder teilen, sodass alle das nachlesen können entsprechend. Ja, wie geht's jetzt weiter auf der Messe bei euch? Also ihr habt jetzt lange Tage vor euch noch beide miteinander. Vielleicht nur nochmal, dass wir auch so ein bisschen Atmosphäre jetzt von der Messe nochmal vermitteln können. Was ist das Besondere in diesem Jahr auf dieser Messe? Was macht sie anders als die sonstigen Messen? Überwiegt die Wiedersehensfreude oder bleibt doch noch so ein schales Gefühl von, oh Gott, es geht nicht alles, was sonst eigentlich Messegefühl ausgemacht hat? An euch beide die Frage. Also ich würde sagen, die Wiedersehensfreude überwiegt auf jeden Fall. Ich bin gestern Mittag hier angekommen und es war seltsam, weil es relativ leer ist. Ich habe wirklich gedacht, hui, diese Weite, die Gänge sind alle völlig frei. Man kann gut von einem Termin zum nächsten gehen, ohne dass man hetzen oder sich durch Massen drängeln muss. Aber alle sind so glücklich, dass wieder was geht. Ich glaube, die ganz überwiegende Mehrheit hat das Gefühl, dass das Konzept sehr gut ist, dass man sich wirklich auch sicher fühlt. Und es halten sich alle dran, weil alle wollen, dass überhaupt wieder was geht und wir wieder in die Normalität zurückkommen. Und das ist toll. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich vermisse das Gedränge nicht. Einfach die Gänge sind doppelt so breit. Das ist so ein bisschen, man muss schauen, wer ist denn überhaupt auf der anderen Seite des Ganges als Stand. Aber ich freue mich auch über die Kontakte. Und klar, dass man dann abends nur essen geht und nicht noch irgendwo aus. Da können wir uns auch noch ein Jahr mit anfreunden und nächstes Jahr. Wir müssen das Ausgehen ja auch erst wieder lernen. Ja, ich wollte gerade sagen, man muss sich auch erst wieder an die vielen Menschen gewöhnen. Schon im Zug dachte ich, oh, wir haben so viele Kontakte, hatte ich schon lange. Nee, aber ich finde auch, man fühlt sich sehr sicher und wird kontrolliert. Die Schlangen sind dann beim Einlass in zweimal ein bisschen länger, aber wir wissen alle, wofür wir es tun. Und das finde ich schon wichtig. Also eine zumindest unter Hygiene-Gesichtspunkten sichere Messe, von der ihr dort berichtet. Ich wünsche euch beiden da sehr, sehr viel Spaß weiter vor Ort. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Buchhandlung vorzustellen oder Ihre beiden Buchhandlungen vorzustellen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Empfehlen natürlich, wie bei jeder Roadshow, bestellt beim Buchhändler um die Ecke, bei der Buchhändlerin um die Ecke, notfalls auch im Online-Shop. Das haben wir in der Pandemie, glaube ich, alle ganz gut gelernt und da kann man auch per PayPal und so weiter bestellen. Also alles kein Problem und das war so ein bisschen die Idee oder ist so ein bisschen die Idee dieser Roadshow, dass wir verschiedenste Buchhandlungen in der ganzen Republik vorstellen. Aber heute, Anke, haben wir ja einen NRW-Schwerpunkt so ein bisschen. Ja? Liegt das daran, dass du als Regionalgeschäftsführerin des Börsenvereins in NRW auch mitgeholfen hast, diese Vorauswahl zu treffen? Sag doch mal, wen treffen wir als nächstes? Wir treffen als nächstes wieder eine Buchhandlung in Bonn, die Doris Grass vom The Art of Books. Das liegt, also wir haben das ja nicht nur aus NRW gestrickt, diese Liste, sondern gemeinsam mit der Kollegin aus den Fachausschüssen. Also der Schwerpunkt für
kommt dann manchmal so zustande, welche Kontakte man halt hat. Dementsprechend, na klar, sind das ein paar mehr NRW-Kontakte, aber ich glaube, es ist eher Zufall. Also da muss ich, ich habe da nicht die Finger im Spiel. Aber da freue ich mich, denn da ist sie schon. Wir haben sie jetzt zugeschaltet, die Kollegin Doris Krass von The Art of Books in Bonn, also ganz bei mir hier um die Ecke. Das heißt, sie hätten eigentlich auch bei mir vorbeikommen können. Aber jetzt schalten wir in ihren Buchladen. Das ist ja das Besondere. Ich danke euch beiden erstmal nach Frankfurt. Ja, und nein, würde jetzt weiter mit Bonn machen und wünsche euch noch eine spannende, interessante Messe. Passt auf euch auf, bleibt gesund und demokratisch. Ja? Tschüss. Bis dann, Daniel. Vielen Dank. Tschüss nach Bonn. So, da sind wir jetzt in Bonn. Hallo, Frau Krass, guten Morgen. Good morning. Good morning, hallo. Erzählen Sie uns ein bisschen was. Wir sind jetzt sozusagen in Ihrem Buchladen, glaube ich, gelandet, ja? Ja, vielen Dank. Ja, super. Vielen Dank. Wir sind jetzt im hinteren Bereich unseres Buchladens und wir sind überlegt, machen wir das vorne, hinten. Aber wir müssen mal schauen, wenn Leute reinkommen, ob ich dann einfach mit dem Gerät durch die Gegend laufe, weil so groß sind wir nicht. Wir sind eine ganz kleine Buchhandlung hier und da müssen wir einfach immer schauen, dass, ja, ne, kriegen wir hin alles. Das kriegen wir hin. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee dieser Roadshow. Wir sind im Livestream unterwegs jetzt hier. Für alle, die sich jetzt gerade zugeschaltet haben, wir reisen anlässlich der Frankfurter Buchmesse ein wenig durch die Republik, waren eben schon auch ganz um die Ecke in Kessenich bei der Buchhandlung Joost. Jetzt sind wir bei Ihnen bei The Art of Books. Erzählen Sie mal, wo liegt diese Buchhandlung in Bonn? Wie findet man sie? Also wir liegen in der Bonner Südstadt am Bonner Talweg und ich weiß nicht, Luftlinie habe ich jetzt nicht gerechnet, aber so, wir sind wirklich Nachbarn mit der Buchhandlung Joost. In dem Sinne, da liegt quasi eine lange Straße dazwischen, eine recht lange. Also wir sind, finde ich, sehr zentral, da wo wir uns befinden. Kleines Kiez, könnte man sagen, kleiner Einkaufsbereich mit vielen netten Läden und könnte man vielleicht sagen, wir haben noch gefehlt, als wir vor 2 Jahren hier aufgemacht haben, also eine kleine Buchhandlung, da war noch Platz und ja, scheint so angenommen worden zu sein. Also wir sind ja wirklich noch recht frisch hier und sehr glücklich, wir sind sehr glücklich über die Wahl des Ortes, weil die Menschen drumherum super sind, das passt mit den Geschäften ganz, ganz fein und es gibt viel Spiel, also Möglichkeiten einfach. Aber das heißt ja, Sie haben sozusagen genau in der Situation mit Beginn der Corona-Pandemie eigentlich begonnen, ja? Wir haben im Herbst davor, also im Weihnachtsgeschäft davor sozusagen eröffnet, was super für uns war. Ich glaube, ein halbes Jahr später wär horrend gewesen von der Vorstellung. So hatten wir ein paar Monate Vorlaufzeit, um hier anzukommen, um irgendwie die ersten Kundenkontakte zu machen natürlich und das mitzunehmen in die Pandemie. Und da hat sich das tatsächlich, da sind ganz viele Menschen zu uns gekommen und haben gemeint, dieser Laden muss bleiben, wir müssen jetzt unterstützen. Das kann ja nicht zugehen, dass jemand, der gerade erst aufgemacht hat, irgendwie es gleich so schwer trifft, obwohl es natürlich alles schwer trifft. Das heißt, ein ganz, ganz nettes Umfeld dort in der Südstadt, in dem Viertel, in dem Sie sind. Jetzt haben Sie, wie man schon am Titel der Buchhandlung sieht, ein Spezialsortiment. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen da was zu. Also welche Bücher findet man bei Ihnen? Also im Prinzip bieten wir sehr viel an, auch wenn wir wirklich ein kleiner Laden sind. Das heißt, alles ist ausgewählt, relativ eng, was die Fläche betrifft. Und meine Vorstellung, wie ich den Gedanken Buchhandlung in schon ein paar Jahre mit mir rumtrug, war, weil ich auch in England gelebt hatte, englische Bücher, ich lese selber halt ganz viel Englisch, fast nur Englisch. Und das war irgendwie so klar, dass falls der Buchladen je Wirklichkeit würde, dann hat er irgendwie auch einen englischsprachigen Bezug. Und das haben wir jetzt einfach zusammengebracht mit deutsch- und englischsprachiger Literatur nebeneinander. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es 50-50 ist. Ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr deutschsprachig. Das ist einfach auch den Kundinnen und Kundinnen geschuldet, die sich da auch sehr drüber freuen. Aber wir haben, finde ich, für Buchhandlungen dieser Größe wahrscheinlich ein sehr, sehr ausgeprägtes englischsprachiges Sortiment im Belletristikbereich. Auch in dem Kinder-Jugendbereich, in Sachbüchern, dass ich einfach auch schaue, dass wir da internationale, originalsprachige Autorinnen
Autoren zeigen können. Das heißt, wenn ich jetzt meiner großen Tochter für sozusagen etwas Motivierendes für den Englischunterricht besorgen möchte, dann haben Sie auch für 10- bis 11-jährige Kinder englischsprachige Literatur da, die sie begeistern könnte, ja? Ja, also ich finde schon, wir haben, ich finde, das ist auch so niedlich, es sind so niedliche englischsprachige Titel manchmal, wo man sich so richtig freut und man denkt, ah, oh, den möchte ich erst auch gleich lesen, auch im Kinder- und Jugendbuchsortiment. Ja, und das ist natürlich, wie gesagt, ausgewählt, wir können da keine Laufmeter von Sachen hinstellen, aber das macht es ja im Endeffekt auch aus, dass man ein bisschen schaut. Sie haben jetzt schon ein bisschen was erzählt dazu, was besonders an Ihrem Laden ist, so dass das so diese Kompaktheit, wenn ich das richtig verstehe. Ich war jetzt noch nie da, ja. Also ich habe, obwohl wir quasi auch Nachbarn sind, wir sind ja fast in der. Erzählen Sie ein bisschen was ist so das Besondere Nehmen in Sie Ihrem Laden? einfach mal kurz mit. Wir Ah, können uns schön. das auch mal anschauen. So, das heißt, wir sind schon da vorne. Kann man das sehen, so ein bisschen? Sehr Das gut. ist, wir haben relativ hohe Regale mit Leitern, auf die alle steigen dürfen, die keine Höhenangst haben. Da hinten steht mein Partner. Wir haben einen kleinen Kaffeebereich. Und ja, das war auch der Plan am Anfang, dass man bei uns drinnen Kaffee trinken kann. Alle vorsichtig mit den Büchern umgehen und das tun sie auch. Da hat die Corona-Pandemie ein bisschen einen Riegel vorgeschoben, dass es jetzt gerade nicht möglich ist, indoors drinnen seinen Kaffee zu genießen. Das heißt, wir haben jetzt draußen einen Kaffeebereich aufgebaut und das klappt auch ganz wunderbar. Ja, also es ist wirklich nicht groß, aber sehr, sehr gemütlich, wenn ich das selber so sagen darf. Und ein bisschen wie unser Wohnzimmer, und das war auch meine Vorstellung, wenn ich schon, ne, Selbstständigkeit ist ja auch irgendwie ein großer Schritt von dem, was man vorher tut. Und wenn wir das schon tun, dann soll sich das richtig so anfühlen, dass man hier auch viel Zeit verbringen möchte, weil das tut man ja de facto. Also das ist, wenn man irgendwie 9 Stunden am Tag hier ist, dann ist es halt auch mir wichtig, dass sich alle zu Hause fühlen. Jetzt nochmal vielleicht zu diesem sozusagen Wohnzimmerkonzept. Da trifft natürlich dann so eine Pandemie besonders stark, ne? Wenn man eigentlich sozusagen nicht mehr dieses Nahe, dieses man sitzt zusammen, trinkt vielleicht einen Tee oder einen Kaffee, guckt gemeinsam in Bücher, kommt ins Beratungsgespräch. Wie haben Sie haben ja gesagt, Sie haben ganz treue Umgebung, aber wie haben Sie das gemanagt in diesen letzten Monaten? War es dann so, dass man in den Shop gegangen ist, also in den Online-Shop, oder was waren die sozusagen Dinge, die Sie machen konnten oder die Sie gemacht haben? Also der Online-Shop ist tatsächlich super angenommen worden. Der ist dadurch auch in unserem Kontext bekannter geworden, tatsächlich auch. Also wir haben ja so einen gemeinsam geführten über die E-Buch. Und Vielleicht da die Leute erläutern haben Sie das noch einfach. kurz, weil das auch Leute fragen jetzt hier auch gerade schon im Chat. Also ein Online-Shop über die Ebo, sagen Sie, das ist Ja, eine nein, jetzt, also Plattform. Ne? ich meine, wir haben diesen Genial-Lokal-Webshop, den wir nicht sozusagen händisch betreiben, ne, sondern indem wir uns sozusagen mit einkaufen und der aber super aufgebaut ist, super funktioniert, ganz wunderbare Strukturen hat, die funktionieren, wo wir uns aber jetzt ohne, und das ist ja für so eine Größe wie unseren Laden auch zentral, da jetzt zu viel Aufwand, was jetzt die Abläufe, die Routinen, die Versendungen betrifft, ne? Dass das alles gut organisiert wird von Genial Lokal. Dafür sind wir übrigens sehr, sehr dankbar. Und dieser Webshop ist wirklich super angenommen worden, aber mindestens so viel einfach E-Mails, Telefonanrufe. Also wir haben einfach durchweg telefoniert und auch E-Mails geantwortet und Zettelchen entgegengenommen und in unseren Briefkasten, die da kamen mit Wünschen. Und dann haben wir die ausgeradelt. Mein Freund und ich und manchmal auch Unterstützung sind dann jeden Tag durch die Gegend in Bonn gefahren und haben die Bücher zu den Menschen gebracht. Das war super. Da sieht man mal, wie die anderen Menschen wohnen. Und gleichzeitig hat das für uns auch so einen starken Bindungseffekt, finde ich, auch nochmal mit Kundinnen und Kunden gehabt. Weil das ist halt, es ist ja doch irgendwie vielleicht auch zunächst erstmal eine ungewöhnliche Leistung und man freut sich dann einfach, dass es, wenn Menschen das für dich tun, dann kommen sie auch wieder zu dir einkaufen. Also es ist so ein Geben und Nehmen und selbst als dann Abholungen möglich waren und die Schlangen vom Geschäft sozusagen, dass man es einfach rausgegeben hat, sie kamen davor. Auch wie die Vorrednerin gerade sagte, Schaufenster einfach irgendwie alle 2 Tage komplett umgestaltet.
weil quasi leer gekauft wird. Immer, ah, wir hätten denn das und das. Also so die kleinen Möglichkeiten der Anregung und der Inspiration, die man dann hat, nutzen und durch die Tür quasi ums Eck verkaufen. Das hat dann alles funktioniert und wir sind halt trotzdem viel da und im persönlichen Gespräch, das ist nie eingeschlafen. Also ich weiß nicht, wie Buchhandlung ohne Corona so richtig wäre, aber so, wenn es, ne, es war eine wunderschöne Zeit eigentlich, die letzten 1,5, 2 Jahre und kann mich überhaupt nicht beschweren. Also ganz, aufregend. Ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wie Buchhandlung ohne Corona wäre. Das ist sozusagen ja eine Ihrer Bilanzen. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, Buchhandlung ohne Corona, was würden Sie am liebsten als erstes machen? Also was wäre so das Erste, wo Sie sagen würden, das hatte ich mir eigentlich immer vorgenommen. Ich hätte jetzt alle anderen habe ich gefragt, was vermisst ihr am meisten? Ja, was habt ihr gemacht in der Vergangenheit? Was vermisst ihr? Jetzt gibt es ja quasi sozusagen bei Ihnen nicht zum Vermissen, sondern nur sozusagen auch diese schöne Bilanz, die Sie für sich selber ziehen, dass Sie gut durch die Zeit gekommen sind. Aber was würden Sie als erstes machen, wenn es jetzt denn vorbei ist? Abgesehen davon, dass ich mich super freue, die Maske abzunehmen, auch wenn andere Menschen im Laden sind. Aber jetzt mal von diesem gesundheitlichen Aspekt. Wir haben halt, wie wir eröffnet haben, vor 2 Jahren gedacht, erstmal mit Veranstaltungen, das lassen wir jetzt erstmal 1, 2 Monate, weil wir müssen erstmal lernen, wie Buchhandlung funktioniert. Wir müssen erstmal zusammenkommen und uns auf alles einstellen. Das heißt, wir hatten gedacht, wir haben ja jetzt Zeit, uns auf die Veranstaltungen, Lesungen, Buchclub so vorzubereiten. Das kann ja peu à peu kommen. Und auf einmal war gar nichts möglich. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir bis auf 1, 2 Buchclub-Veranstaltungen und so kleinere Sachen eigentlich noch nie eine Veranstaltung bei uns in den Räumlichkeiten gehabt, eine Lesung. Und das möchten wir eigentlich schon gerne jetzt mal nachholen oder angehen. Und da sind wir in der Planung und das ist für uns aufregend, dass sozusagen die ersten Veranstaltungen, weil wir dachten, na, das machen wir, tun wir erstmal warm spielen quasi. Ja, und das ging auf einmal nicht. Also da sind wir gespannt, wollen wir machen. Also eine Veranstaltung, wenn es denn wieder geht, bei Ihnen in der Buchhandlung The Arts of Books, ja, in der Bonner Südstadt. Da sind wir gerade live vor Ort bei der Kollegin Krass. Und jetzt hat sie uns natürlich bestimmt auch ein Buch mitgebracht. Erzählen Sie uns mal, was haben Sie mitgebracht? Ist es was Englischsprachiges? Ist es was Deutsches? Was ist Ihr Messe-Highlight, Ihr Herbst-Highlight? Was nehmen wir mit in die nächste dunkle Zeit, die hoffentlich zumindest Corona-technisch eine etwas hellere sein wird? Sie sehen, ich konnte mich erst nicht entscheiden. Ich kann mich selten entscheiden. Aber es sind ganz viele englischsprachige Bücher dabei. Und jetzt dachte ich mir, ich würde mal gerne ein deutsches Buch vorstellen, das mir wirklich, wirklich gut gefallen hat. Und würde vielleicht 2, 3 englischsprachige, die ich auch ganz unbedingt ans Herz legen möchte, auch ganz kurz andeuten. Das ist erlaubt. Dann wird die Liste länger. Ich würde gerne anfangen mit etwas, was mir ganz viel Freude zuletzt gemacht hat. Stefanie vor Schulte, Junge mit schwarzem Haar. Warum auch immer kein schwarzer Haar von abgebildet ist, aber es ist ein wunderschönes Buch. Es hat was Fabelhaftes. Vielleicht ist es auch eine Fabel, etwas ein Märchen. Und man kann es nicht modernes Märchen nennen, weil es möglicherweise im Mittelalter spielt. So ganz ist das nie für mich zentral gewesen. Und es ist eine ganz warme Geschichte von einem Jungen, der es tatsächlich nicht leicht hat. Der aber eine Aufgabe für sich in der Welt sieht, etwas richtig machen zu wollen und tatsächlich in einem Coming of Age, aber auch so einer märchenhaften Entwicklung seiner Aufgabe folgt, seinem inneren, seinem Ruf, der verkörpert durch den Hahn, der für ihn spricht, auch wenn er manchmal nicht mehr sprechen kann, der Junge, für ihn einsteht. Und ja, es geht auch ein bisschen aus wie ein Märchen. Da möchte ich nicht verraten, aber die Sprache ist der so poetisch. Es ist kein leichtes Buch immer, aber man denkt drüber nach und es inspiriert auf jeden Fall. Also ich möchte das. Und es ist ein Erstling von der Autorin. Da habe ich mich einfach sehr drüber gefreut, dass ich darüber gestolpert bin und möchte das den Leserinnen und Lesern sehr gerne ans Herz legen. Und dachte mir, ergänze das noch von vielleicht 1, 2 anderen Sachen, die mir unglaublich gut gefallen haben zuletzt.
Das ist schon 1-2 Monate draußen, auch in der deutschen Übersetzung. Ich halte mal beide nebeneinander. Jenny Offel, Weather oder Wetter in der deutschen Übersetzung. Das Buch hat mich unglaublich begeistert. Das ist eines der Bücher dieses Jahres für mich. Und ich sage einfach, wer es noch nicht gelesen hat, dem möchte ich das hiermit ans Herz legen. Das ist die Geschichte einer jungen Frau. Und es ist eigentlich nicht ihre Geschichte, sondern man setzt in ihrem Leben ein, in ihrem Alltag. Sie ist Bibliothekarin. Aber ich finde, das Drumherum spielt gar nicht so eine große Rolle, sondern wir sind in ihrem Leben und wie sie ihren Alltag bewältigt. Und ich finde, das macht sie weder heroisch noch schlecht auf eine Art und Weise, sondern sie macht es einfach. Und ich finde, das war so ein Buch, wo man sich denkt, okay. Also an so viel Wiedererkennungsmöglichkeiten, so viel Ansatz für Identifikation, für Fragen, die sich die Autorin, die Protagonistin stellt, die sich viele Menschen vielleicht gestellt haben in den letzten Jahren, auch im Hinblick der weltweiten politischen Situationen, von vielen Zuspitzungen, was die Klimakrise auch betrifft. Und dann einfach, wie sie diese Fragen in ihren Alltag integriert und das Antworten sucht. Und das habe ich sprachlich herausragend gefunden. Also es ist über Absätze, führt uns dieses Buch einfach, eigentlich sind die Auslassungen auch zwischen den Absätzen ganz wichtig, weil man selber füllt, was die Person wohl fühlt und denkt. Also es ist wirklich ein finde ich, sprachlich herausragend schönes Buch. Habe mir eigentlich fast jetzt nur sprachliche Bücher. Ich möchte einfach den Leserinnen, wer sie noch nicht kennt, auch einfach Rachel Kusk, gibt es inzwischen auch in deutschen Übersetzungen, ans Herz legen. Eine wunderbare zeitgenössische Autorin, die etwas derart was Eigenes hat, wo man merkt, sie kümmert sich vielleicht gar nicht so um den Literaturbetrieb. Sie schreibt und jede Seite ist voll mit einem Wiederentdecken, einem Nachvollziehen können. Es ist punktgenau, es ist lyrisch. Man kann das gar nicht genau beschreiben. Entdecken Sie Rachel Kusk, sage ich einfach mal nur. Und eine Lanze möchte ich noch für jemanden ganz anderen brechen. Susanna Clarke, die hat gerade den Women's Prize for Fiction bekommen, den ich finde, der eigentlich immer sehr, sehr gut, auch letztes Jahr schon ganz wunderbar war, mit Piranesi, ich bin mir nicht ganz sicher. Und wer es abstrus möchte, wer es ein bisschen verrückt haben möchte, um ja, sich die Welt anders vorzustellen, nämlich in Form eines Hauses, das ja, ganz viele Überraschungen für den Leser bereithält, der kann sich da wirklich woanders hineindenken, hineinlesen und voller Fantasie und trotzdem Warmherzigkeit. Es ist keine kalte Fiction, es ist ganz, ganz nah am Fühlen dran. Es ist wirklich ein, ja, extraordinary, exquisite read. So, ich hätte noch mehr, aber ich kann an dieser Stelle auch gerne, kann noch was später hineinsenden, je nachdem, wie die Zeit ist. Nein, wunderbar, aber das sind ja doch schon einige spannende Titel. Man kann die alle bei Ihnen bekommen, also vorbeigehen, anklopfen, reinkommen oder auch über den Shop, den wir inzwischen auch schon entsprechend verlinkt haben. So, vielen Dank, Frau Kass, dass wir bei Ihnen heute bei Ihrer kleinen Buchhandlung zu Gast sein konnten, virtuell. Ich das erste Mal virtuell. Ich denke, ich werde da demnächst mal auch real vorbeischauen. Ich finde das extrem spannend, was Sie erzählt haben. Vielen, vielen Dank für die spannenden Literaturtipps. Alles, alles Gute für Sie für die nächsten Monate. Und ich habe mich sehr gefreut. Danke für die Einladung dazu. Und ja, ich sage viel Spaß noch auf der Buchmesse, hoffentlich bis bald im Laden. Und ja, lassen Sie sich alle gut gehen. Wiedersehen. Wunderbar. Und ich hole jemanden dazu, der schon viel, viel länger im Geschäft ist, der ganz sicher
nicht auf eine Zeit zurückblickt, wo er sagt, da habe ich nicht irgendetwas vermisst, sondern der da auf jeden Fall schon einiges an Erfahrung mitgebracht hat, bevor der Lockdown kam. Und deswegen starte ich auch gleich. Guntram Gattner ist bei uns zu Besuch aus Hallo. der Buchhandlung Gattner aus Murnau. Vielleicht starte ich auch direkt mit der Frage, Herr Gattner, was haben Sie denn am meisten vermisst in den letzten Monaten in der Zeit von Corona? Das Skifahren. Das Skifahren. Ja, es war in der Zeit, also die letzte Lockdown war sehr schöner Schnee. Ich konnte nicht weg, weil ich natürlich auch die Truppe hier nicht alleine lassen wollte mit den vielen Telefonaten, Verpacken, Ausfahren. Und das habe ich vermisst. Aber das ist erträglich. Und es ist aber möglich bei Ihnen in der Nähe, mit anderen Worten. Das Ja, es heißt, ist jetzt nicht Ihre. weit weg. Also halbe Stunde und ich bin im Schnee. Das Also heißt, im Winter natürlich jetzt nicht. wir hören schon ein bisschen was, wie wo Ihr Buchladen liegt, wo Ihre Buchhandlung liegt. Erzählen Sie uns ein bisschen was. Wir wissen, also es ist, der Schnee ist nicht weit, die Berge sind nicht weit. Was Nein, ist nein. sonst noch so dort in Murnau bei Ihnen? Also in Murnau, da können Sie ja mal auf murnau.de schauen. Die haben jetzt so einen ganzen schönen Drohnenflug über Murnau. Auf jeden Fall, wir liegen so knapp 6 Kilometer von den Alpen weg. Wir haben einen wunderbaren Blick in den Süden durch diese Fußgängerzone. Die Buchhandlung liegt in der Fußgängerzone. Jeden Tag schaue ich in das Kistencar. Also das sind so ungefähr 1800 Meter Höhe. Wenn ich nach Garmisch fahre, das ist ungefähr ja 20, 25 Minuten entfernt. Dort ist ja bekanntermaßen gutes Skigebiet in Oberammergau. Auch das ist nah dran. Wir liegen so wirklich super im Zentrum. Wir sind schnell in München und wir sind schnell in den Bergen. Also noch optimaler kann es eigentlich gar nicht sein. Also Und wir haben, und ja. Oberammergau ganz in der Nähe. Das war ja eigentlich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung hatte, hätte ja eigentlich hätten doch diese Festspiele stattfinden sollen, Ja, jetzt auch in die haben sie diesem aber Jahr. verschoben auf nächstes Jahr. Geschickter Schachzug. Ja, die müssen ja auch viel üben und so. Da war das ganz gut, aber das läuft jetzt erst nächstes Jahr. Genau. Ich stelle mir das so vor, ich meine, die Mitspielenden müssen da ja auch ihre Haare und ihre Bärte lang wachsen lassen. Und Ja, ich ja, kann mich ja. erinnern, ich war vor 2 Jahren schon in der Region und da gab es ganz viel so bärtige Männer. Die mussten dann richtig lange durchhalten jetzt, wenn die. Ja, gut, jetzt haben sie es erst anfangen müssen mit dem Wachsen lassen. Also ich habe zwei Neffen, die kommen aus Oberammergau und die spielen da mit und die wachsen jetzt so allmählich zu. Erzählen Sie ein bisschen, wie sind Sie, was den Buchhandel anging, was Ihre Buchhandlung anging, wie sind Sie durch diese Zeit gekommen, wie ist das bei Ihnen gelaufen, auch stark auch im Online-Shop gewesen oder kamen die Leute Ja, vorbei? also. Alles, was die beiden Vorrednerinnen gesagt haben, das haben wir natürlich auch gemacht. Schaufenstergestaltung, Telefondienst. Wir haben einen Callcenter mit eingeschaltet, damit wir auch diese ganzen Anrufe Herr werden. Der Online-Shop ist explodiert, das kann man wirklich so sagen. Der hält sich auch in einem wirklich deutlichen Umsatzanteil. Das ist ganz erfreulich. Wir gestalten den also selbst. Die Basis stellt sicher ein Dienstleister, der also für andere Buchhandlungen das auch macht, aber so den großen Inhalt machen wir selbst. Das hat sich auch bewährt. Wir haben einen Sommerkatalog, den wir darüber veröffentlichen, auch einen Winter- und Weihnachtskatalog. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht und wir sind sehr viel ausgefahren. Hier im örtlichen Bereich bin ich geradelt, also ich war danach super fit, weil Murnau doch ganz schön viel Auf- und Abstrecken hat. Und die umliegenden Dörfer, also bis zu 10 Kilometer, sind wir dann mit dem Auto gefahren. Den Lehrling dabei, wir haben da ausgeteilt, stundenlang, auch noch teilweise am Samstag, späten Nachmittag, bloß um alle zu erreichen. Das hat eigentlich ganz gut geführt. Wir kennen jetzt auch ganz interessante Gegenden oder Häuser. Viele Leute haben dann so eine Abholstation eingerichtet vor den Türen, also beim zweiten Lockdown. Und dort hat also Rechnung ausgestellt und haben dort dann also die Bücher zur Abholung bereitgestellt, ohne dass wir das jetzt persönlich immer abgegeben haben. Wir waren alle verpackt und die Leute sind da gekommen, haben wie so bei einer Postpaststation ihre Bücher abgeholt. Das war ganz toll.
Also auch letztendlich eine Bilanz, die nicht so niederschmetternd ist. Das ist ja das, was Nein, wir gar so. nicht, gar Ja. nicht. Also ich habe noch nie so viel Kontakt telefonisch gehabt mit meinen Kunden. Klar, jetzt ist danach ist es wieder ruhiger geworden, aber ich glaube, so für die Kundenbindung, und ich hatte auch viele Kunden, die schon lange nicht mehr da waren, weil sie auch nicht mehr gelesen haben, so wie vorher angesprochen und so. Insgesamt muss ich sagen, war das schon, also für das Zwischenmenschliche, schon auch bereichernd. Das war überraschend, wirklich positiv überraschend, ja. Und trotzdem hat ja was bestimmt gefehlt. Ich weiß nicht, machen Sie sonst auch Veranstaltungen bei sich Ja, in der schon. Buch Messe? Also Murnau ist schon eine Veranstaltung, wo sehr viele Veranstaltungen laufen. Also mehr so musikalische Art. Wir haben schon auch so, ja, so Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist natürlich schon runtergefallen. Die Buchhandlung ist jetzt nicht so groß, beziehungsweise das ist so eine, mehr so ein bisschen schlauchartig, wo wir aufgrund der Bestimmungen natürlich jetzt auch nicht so viel reinlassen können. Wir werden mal versuchen, mal so im November mal so eine Art kleine Buchmesse oder Vorstellung des Weihnachtskatalogs machen. Da muss ich aber, müssen wir halt sehen, wie die Bestimmungen sind, wie viel wir da reinlassen. Jetzt wird es sich eigentlich gar nicht lohnen, also, weil, oder ich muss es quasi am 8 oder am Abend ablaufen lassen bis Mitternacht und dann eben wieder neue verschiedene Leute reinholen, und ich weiß immer nicht, wie das so angenommen wird hier so auf dem Land, wo es dann noch Publikumsverkehr, dann sobald es dunkel wird, dann auch sehr ruhig wird, ja. Genau. Jetzt haben Sie gerade eben schon erzählt, so ein bisschen, wie man sich Ihre Buchhandlung vorstellen muss. Das ist so ein bisschen schlauchartig, haben Sie gerade Ja. gesagt. Was ist so das Besondere an Ihrer Buchhandlung? Also wenn Sie darüber reden, was ist das Schönste, was ist das, was, wo Sie am häufigsten hören von Menschen, die in Ihre Buchhandlung kommen? Mensch, das finde ich aber toll hier. Also was toll, also der Begriff eine schöne Buchhandlung fällt sehr häufig. Die ist mir so, ja, eine gute Mischung. Ich habe mir mal überlegt, ob ich nachher vielleicht mit dem Handy nochmal durchgehe und Ihnen das zeige, aber Sie können es auch auf der Homepage sehen. Was die viele Kunden auch sagen, dass sie hier Bücher finden, die sie eigentlich gar nicht gesucht haben und dann trotzdem mitnehmen. Also wir wählen, wir sind jetzt nicht so, ich sage mal so, ja, zwischen mittelgroß oder ja, so in der Größe, größer als die Buchhandlung jetzt vorher, deutlich größer von der Fläche her, aber wir suchen schon sehr aus, auch literarisch. Wir haben keine Bestsellerliste irgendwo prominent. Da haben wir uns schon lange dagegen entschieden. Wir haben noch einen Mitbewerber am Ort, der das macht, und wir müssen einfach schauen, dass wir da anders sind. Wir sind jetzt schon über 20 Jahre, mache ich das, und ja, uns gibt es immer noch mit einem ordentlichen Umsatz. Und wir haben natürlich einen Schwerpunkt schon auf Regionalem, alles, was im weitesten mit Regionalität hat. Wir haben das Schlossmuseum hier, das also auch viele Werke von der Gabriele Münter, die hier ja gelebt hat in Murnau, Odin von Horváth hat hier gelebt. Und das sind natürlich schon so Schwerpunkte, die wir auch immer herausstellen, die wir immer zur Verfügung haben. Und ich sage immer, vielleicht sehen Sie es auch nachher, wenn ich meine Bücher empfehle, dass das schon ein bisschen anders ist. Wir haben alle Bestseller, die es gibt, natürlich da, das ist ganz klar, aber halt nicht so prominent. Wir haben so eine Wand gleich im Eingangsbereich, der sehr gut ankommt, wo alle unsere 7 Mitarbeiter mit Bild abgebildet sind und ihre Empfehlungen darstellen. Das mache ich durchgängig im ganzen Jahr, und das funktioniert ziemlich gut. Jo. Jo, das klingt doch spannend und auf jeden Fall, wenn man in der Ecke ist, danach, dass man Lust hat, da mal vorbeizukommen bei Ihnen in der Buchhandlung Gattner in Murnau. Jetzt haben Sie gerade erzählt, Sie empfehlen Bücher jenseits der Bestsellerliste und ich habe eben auch ein Plural gehört. Das heißt, auch bei Ihnen glaube ich, Sie haben nicht nur eins dabei. Deswegen Ja, ich würde ich habe jetzt natürlich sagen. schon mehr. Jetzt war es ganz interessant, meine Vorgängerin, die hat auch dieses, jetzt muss man schauen, so. Genau. Warte mal, ich gehe mal gleich. So, jetzt. Der Junge mit dem schwarzen Hahn. Das ist auch ein ziemlich wahnsinnig außergewöhnliches Buch. Also jeder Leser, Leserin, die also ein bisschen was Außergewöhnliches ist, der sollte dieses Buch lesen. Also es ist wirklich, man ahnt es nicht, wie gelungen das ist. Ja. Jetzt mal zu meinem An. Also das Buch, was mir jetzt, zwei Bücher, die mich also im Laufe des Jahres total gut beeindruckt haben und die auch Leser, Kunden von mir auch dann, nachdem ich es ihnen quasi
nicht aufgedrängt, aber schon stark empfohlen haben, ist einmal hier dieses Buch, wann sie mal so An das wilde Glauben von der Natasja Martin. Ein ganz starkes Buch. Es geht um eine Ethnologin, Biologin, die von einem in Kamtschatka von einem Bär ins Gesicht gebissen wird und dann wird dieser Heilungsprozess erzählt. Also wahnsinnig beeindruckend. Also bin ganz hin und weg von diesem Buch gewesen und auch alle Leser, die es empfohlen haben, die empfehlen das auch weiter. Das nächste Buch, das ist vielleicht eher was für Männer, gebe ich zu. Das ist das vom Werner Herzog. Das Dämmern der Welt. Werner Herzog, der Regisseur, der beschreibt dort eigentlich das Leben eines japanischen Offiziers, für den der Zweite Weltkrieg erst 1974 aufhört. Und der hat diese Person dermaßen, also für mich dermaßen gut erfasst, wie man über Jahrzehnte an eine Idee glauben kann, die letzten Endes sich als total sinnlos darstellt. Also auch aus psychologisch ein wahnsinnig guter Roman. Das ist schon mehr so was Außergewöhnliches. Das ist ein Buch, was bestimmt auf der Bestsellerliste schon, ja, schon bestimmt gleich oben eingestellt worden ist. Ist natürlich der Jonathan Franzen mit Crossroads. Das ist wirklich ein Buch, wo ich mir zuerst gedacht habe, boah, ist das dick. Schon wieder so ein dickes Buch. Die beiden anderen sind deutlich schmaler. Ob mich das eigentlich auf Dauer interessiert, aber es interessiert. Und das ist, also wenn einer sich oder eine der Leser sich mal zurückziehen will über die Entwicklung einer Familie, über die innere Entwicklung einer jeden Person mal so intensiv berichtet, was zu lesen haben will, gut dargestellt, dann soll er eben diesen Crossroads von Jonathan Franzen lesen. Es wird vielleicht aufgrund der Dicke nicht jeden packen, aber ich bin ja gespannt, wie er das durchhält. Aber dieser erste Band, der ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Und ein ganz anderes Buch, ich gebe zu, vielleicht bin ich da etwas, ja, vielleicht, ich sage mal immer so ein alter weißer Mann. Ein Buch, wo ich zuerst schon, also das, genau, wann schon mal, so, ja. So, ja. Die Ute Mank, Wildtriebe vom DTV Verlag herausgebracht. Wie das kam als Leseexemplar, habe ich mir mal gedacht, na, der Vertreter kommt, da schaust du mal schnell rein, damit ich auch was dazu sagen kann. Und dieses Buch hat mich schon sehr überrascht. Das ist die Geschichte von einer Bäuerin, deren Schwiegertochter, deren Enkelin nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt, mit den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, aber vor allem diese Veränderung, die in diesem Bauernhof, im Hessen spielt es, durch diese gesellschaftlichen politischen Veränderungen über diesen Bauernhof fegt. Und es ist dermal, also es ist eine ruhige Geschichte, es ist eine eindringliche Geschichte und man sieht so richtig, wie auch ein Teil unserer Republik sich da auch wird da drin gespiegelt, wie sich verändert hat. Ja, das wären so meine Empfehlungen, die ich jetzt mal so mir gedacht habe, die ich eigentlich hier so zeigen kann und die eigentlich auch sehr viele Leser verdienen. Lieber Herr Gartner, vielen, vielen Dank für diese tollen Tipps aus Murnau, die jetzt hier sozusagen live in die Frankfurter Buchmesse eingestreamt werden. Wir werden die große Liste, wieder die Leseliste mit den Buchempfehlungen entsprechend zusammenstellen in den nächsten Stunden hier und dann auch hier entsprechend veröffentlichen. Und den Shop habe ich direkt auch schon mal verlinkt. Das heißt, man kann es auch bei Ihnen im Online-Shop dann direkt bestellen Ja, oder eben man fährt wunderbar. vorbei und kann ja dann Genau, ist demnächst ja auch noch wieder schön, ne? Skifahren, ja? Ja, genau. Es war ja schon oben in den Bergen, war schon wunderbarer Schnee, aber jetzt kam der Föhn, hat alles wegschmelzen lassen und jetzt haben wir einen starken Sturm hier. Darum ist der ganze Eingang vorne ist schon zugeweht vom Laub. Muss ich dann mal raus, wieder alles sauber machen. Aber auf jeden Fall ist es schön. Also gerade wenn die Sonne und der Föhn auch da ist. Wir haben gestern 21 Grad gehabt, alle Cafés waren offen, man kann draußen sitzen. Schon schön. Also, Also auch bei uns in der Buchhandlung natürlich. dann können wir damit nur die Empfehlung aussprechen. Für alle, die, wenn die von der Frankfurter Buchmesse zurück sind, machen Sie Ja. einen Abstecher über Murnau. Sind Sie selber auch manchmal auf der Frankfurter Buchmesse Ja, oder? schon. Also ja. Also wir waren 2019 waren wir und so alle 2 Jahre, 2, 3 Jahre fahren wir schon.
Vorher war es natürlich auch immer ein bisschen aufwendig, also von Murnau bis nach Frankfurt schnell zu kommen, einen Tag fast nicht. Übernachtung ist immer ein bisschen, ja, nicht ganz billig, sage ich mal. Und aber also nächstes Jahr oder so fahren wir bestimmt wieder hin. Genau. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Okay. dass Sie heute Morgen bei der Roadshow dabei waren. Wir waren also Genau. in NRW und jetzt noch in Bayern und haben eine große Runde gedreht. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und demokratisch und machen Sie weiter Das dort vor Ort. sowieso. Vielen, vielen Dank. Ciao. Bis dahin. Ciao. Bis dahin, ciao. Ja, das war unsere erste Runde der Roadshow und unser erster ja, Bericht von der Frankfurter Buchmesse. Diesmal nicht nur im Livestream, nicht nur bei Frankfurt Streamt, sondern wir sind auch live und analog und vor Ort in der Agora. Und sobald der Sturm hoffentlich nicht nur in Murnau, sondern auch auf der Frankfurter Buchmesse aufhört, können Sie uns draußen wieder im Freigelände dort zwischen den Hallen treffen. Wir haben dort einen kleinen Bus aufgebaut und Sie können ein bisschen unseres Sortiments kennenlernen. Ein bisschen mehr Sortiment kann man sich auch schicken lassen, wenn man möchte, unter bpb.de/bpb-buchmesse. Schicken wir Ihnen gerne ein kleines Messesortiment nach Hause, kostenlos für Sie. Also wenn Sie Lust haben, bpb.de/bpb-buchmesse einfach mal auf die Seite gehen und unser Messepackage, unser Messeangebot entsprechend nach Hause sich schicken lassen. Dann können Sie sich sozusagen nochmals zu Hause Ihre ganz persönliche Messe aufbauen und ein bisschen das Papier der Bundeszentrale für politische Bildung in die Hand nehmen. Das war es von mir für die erste Runde. Es geht heute den ganzen Tag über weiter. Wir melden uns immer wieder hier mit Livestreams, mit Diskussionen, mit Lesungen. Bleiben Sie gesund und demokratisch bis dahin. Gucken Sie, wie gesagt, bei der Buchmesse vorbei oder bestellen Sie sich das Buchpaket nach Hause und bis später dann. Tschüss. Oh.